Hallo. Wir sind hier in der letzten Folge von Darkness. Ach du Scheiße, es ist warm in meinem Zimmer. Ich schwitze hier ja sehen. Und statt irgendwie draußen im Garten mit den Vögeln zu spielen oder mit den Spielen zu Vögeln oder was auch immer, sitze ich hier und spiele die Dunkelheit. Der Was? einzige Weg raus ist nach oben. Jenny oder Jackie, komm nach oben? zurück. Ich lauf noch nicht mal. Was? Ich wollte einfach mal sehen, was passiert, wenn man nicht losläuft. Ah, okay, mein Schatz ist wieder hier. Johnny, bitte hilf mir. Jackie, nichts von dem hier ist real. Das weiß ich. Das ist auch geil. Nichts von dem ist hier ist real, das weiß ich. I gonna to the top. Go to the chopper. Häfchen! Nein! Du bist doch schon tausendmal durch Licht. Fuck, es kann ja hier drin sterben, hat es gemeint. In der realen Welt kann es nicht sterben. Äffchen. Wir werden immer. Die Buttermilch wird immer an dich denken. So viele Leute mussten leiden wegen uns. Ich halt's nicht mehr aus. Okay, Jackie. Wir beruhigen uns jetzt einfach. Dr. Wick will dir nur helfen. Jackie? Jackie? Oh Gott, bitte komm da weg. Du wirst dich verletzen. Du bist nicht Jenny. Jackie, das ist kein Spiel. Wenn du hier stirbst, bist du wirklich erledigt. Dann ist es vorbei. Nein, du irrst dich. Dieser kleine Scheißer hatte recht. Wenn ich hier sterbe, fahre ich zur Hölle. Du bist in einem wahnhaften Kreis gefangen und wir wollen, dass du dich davon befreist. Jackie, tu das bitte nicht. Ich will dir helfen. Du bist ein Trick der Finsternis. Du bist nicht die echte Jenny. Jackie, hör mir zu. Es gibt keine Finsternis. Du hast keine besonderen Kräfte. Wenn du springst, ist alles vorbei. Du stirbst. Himmel oder Hölle, du bist tot. Ich will dich nicht verlieren. Du sollst nur wieder gesund werden. Nimm das Clozapin. Schon bald siehst du die Dinge wieder klar und all das hier wird nur noch ein böser Traum sein. Nimm bitte deine Medizin, Jackie. Willst du nicht bei mir bleiben? Jetzt haben wir die Wahl zwischen beiden Enden von Darkness 2. Wir können entweder bei Jenny bleiben und die Medizin nehmen, was ich persönlich als falsches Ende empfinde, oder wir lehnen es ab, was ich persönlich als richtiges Ende empfinde. Und das ist eine Interpretationstaktik von Darkness 2. Niemand weiß so recht, was das richtige Ende eigentlich ist. Ich werde vielleicht noch das andere Ende ranschneiden oder in die Beschreibung. Ich pack's in die Beschreibung. Gibt's ja auf YouTube. Ich will bei Jenny sein. Ha! Wir haben die Finsternis betrogen. Darüber habe ich mir sehr lange Gedanken gemacht, welches Ende ich denn nun wähle. Und ich glaube, das Ende wird die meisten freuen, weil das dauert noch am längsten und dazu noch erfährt man am meisten von der Geschichte noch dazu. Weil es ist nicht nur eine Sequenz. Das andere wäre nur eine Sequenz gewesen. Das hier ist spielbar. Halte durch, Baby. Ich komme. Du widersetzt dich mir. Hilf mir, Jackie. Ich bin hier. Wie gesagt, sehr knapp bekleidet. Jenny, bist du es wirklich? Wir helfen dir. Du bist bedeutungslos. Aber ich bin Das wird mir Mafia-Boss. sehen. Wow, was passiert denn hier? Why? Haben die Waffen? Was? Coole Waffe. Jackie, lass es aufhören. Halte durch, Baby. Ich komme.
Ketzev. Okay. Cooler Name für eine Waffe. Hey, wir haben Waffen. In der Hölle. Ui, oder Dunkelheit oder was auch immer. Weil hier können wir sogar noch aufleveln. Also, das andere wäre wirklich nur eine Videosequenz gewesen. Und ich schätze, deswegen ist das hier das richtige Ende. Also, ich schätze mal, für diesen Bereich sind die Pistolen wichtiger. Ich kenne ja natürlich das Spiel, aber... Ich bin mehr als nur ein Nichts. Ich bin Jackie Estacado, das Super-Nichts. Warte, was? Ich finde die Dinger nebenbei total widerlich. Kann ich mich irgendwie heilen oder so? Danke. Bitte, dankeschön. Ah, ich drücke die ganze Zeit auf R und ich wundere mich, warum ich mich nicht heile oder das Teil hier aufnehme. Ja. War ein bisschen Verschwendung, ich weiß. Hier gab es noch eine Waffe, wenn ich mich nicht entsinne. Hier gab es eine Waffe, mit der die halt wie ein Maschinengewehr war. Ich weiß nicht, ob man die so früh schon bekommt. Und ich bin halt zwischendurch leise, weil es schließlich wirklich das Ende und ich will ja die Atmosphäre nicht verderben. Ich kann ja auch die ganze Zeit so atmosphärisch sprechen, als wäre ich, keine Ahnung, gerade dabei, Filmstreifen aufzunehmen. Ich wollte nichts Perverses sagen, aber okay. Oh! Ich finde die Steuerung beim Schlagen richtig kacke. So, Munition. Die will ich nämlich. Okay. Nee, das ist immer noch Kebef. Kebef, Kebef. Klingt wie so ein türkisches Pokémon. Kebef. Nee, Kübef. Kübef. Genau. Nichts gegen die Türkei oder so. Stirb. Stirb, sagte ich. Yay! Tod! Relikt? Asche der Namenlosen. Okay. Kann ich hier irgendwie... Ah, da höre ich schon die Waffe, aber ich glaube, durch das schwarze Loch bekomme ich die Waffe gar nicht mehr. Oder? Ja, okay, ich bekomme von dem sogar noch ein Herz. Was? Da liegt sie. Kaftziel. Kaftziel, Kaftziel. Kaftziel ist schon ein bisschen stärker. Und hört euch mal den Ton an. Ich bin mal kurz leise, wenn ich schieße. Macht zwar so wenig Schaden, die Waffe eigentlich. Also so lange wie die überleben, schätze ich mal, das ist sehr wenig Schaden. Wer weiß, vielleicht sind die Typen auch total stark. Aber ich mag die generell vom Design her, vom Ton und ja. So knapp bekleidet wie du bist, will ich dich auch gar nicht befreien. Ich meine, das ist doch herrlich. Für mich, nicht für dich. Weil muss schon ein bisschen kalt sein. Na, obwohl in der Hölle kalt und so. Eher weniger. Und ich kann ja alle Fähigkeiten hier rausballern, die ich besitze. Weil, naja. Das hier ist eigentlich der Endkampf. Das sind solche genialen Endbosse hier. Stirb. Oh! Hi! Ich glaube, wir sterben. Oder auch nicht. Wir sind zu gut zum Sterben. Ich glaube, ich bin hier beim ersten Mal sogar mehrfach gestorben. Weil ich einfach mit den ganzen neuen Waffen nicht klar kam. Aber mittlerweile, ja. Ich bin außerdem froh, dass wir die Rüstung gekauft haben, weil die ist sehr praktisch, wie ihr seht, weil wir bekommen kaum Schaden. Ich konnte das doch irgendwie kaputt machen.
Ah, genau. Doch, kann ich, so wie du siehst. Ah, stimmt. Das fährt ja danach noch hoch. Ich find's cool, dass sie sowas gemacht haben. Wer lügt? Du lügst. Ah, schwarzes Loch. Warte, was? Das war kein schwarzes Loch? Ich dachte, das wäre ein schwarzes Loch. Zum Beispiel, ich kann es dir mal erzählen, jetzt wo wir halt schon so fast mit dem Spiel durch sind. Ich habe meinen ersten Run ohne schwarze Löcher und ohne Rüstung gemacht gehabt, weil ich dachte, das wäre so richtig nutzloses Zeug, was eh keiner braucht. Und ich habe sozusagen bei jedem die ersten paar Skills, bei jedem Baum gemacht, aber bei kaum jemandem irgendwie sonderlich viel weitergeführt. Ach stimmt, die gab es ja auch noch. Stimmt ja, deswegen bin ich ja auch öfters gestorben. Wegen den Kerlen. In der Wolke? Was soll denn das heißen? Cloud 9 oder was? Das würde jedenfalls erklären, warum hier so alles aussieht. Wait, direkt einen Kopfschuss verpasst. Ich glaube, bei denen muss man wirklich auf die Köpfe zielen. Oder auch nicht. Weil ich habe gerade ein paar Mal auf den Kopf getroffen gehabt, so wie es mir aussah. Und ja, obwohl, vielleicht sind ihre Köpfe ja die Hitbox irgendwie. Ah, Megaschlage gab es ja auch noch. Das ist die große Waffe hier in dem Gebiet. Die ist auch cool. Ich finde es auch wirklich geil, dass so seltsame Waffen noch am Ende auftauchen. Dass die hier nicht normale Waffen benutzen, sondern auch Waffen ankommen, die sich auch total anders spielen. Wie gesagt, ich bin die ersten Male gestorben, weil ich die Waffen nicht kannte. Weil man gewöhnt sich so schnell an so ein paar Waffen dran. Aber dran, genau, an. Ah, in der Wolke ist, glaube ich, wenn ich diese Fähigkeit aktiviert habe. Und natürlich bin ich die ersten Male gestorben, weil ich keine Rüstung hatte. So, jetzt haben wir alle Waffen ein bisschen. Also, wir haben von jeder Waffe eine gerade im Gepäck. Wir haben einmal Megaschlager, Kafziel und Ketzef, genau so hieß der andere. Mach weiter, du schaffst das! Yeah, we gonna help you, my dear friend, Schatzi, Mausi, Dingenskirchen. Wir haben gerade das Schild genommen, obwohl es gepanzert ist. Oder ist es gar nicht eine Panzerung hier drin? Zählt das hier nicht als Panzerung? Dann hätte ich ja schon die ganze Zeit die Schilder greifen können. Okay, der war gerade in mir drin. Hä? Also manchmal treffe ich den Kopf, manchmal nicht. Ich verstehe es nicht. Dabei schieße ich eigentlich immer so auf Halsebene. Weil bei Kopfebene treffe ich zu oft nicht. Oder zum Beispiel jetzt hatte ich mehrmals Kopf getroffen und das war kein One-Hit. Aber bei den anderen sah es sehr nach One-Hit aus. Was? Die Maus zieht sich plötzlich irgendwie so nach links bei mir. So, jetzt muss ich dich greifen und wir befreien dich! Endsequenz. Jackie, du hast es getan. Ich wollte nicht, dass das passiert. Nichts davon. Wir haben nicht viel Zeit.
Tja, Leute, The Darkness 2, ein Let's Play ohnegleichen. Ich bin sehr, sehr froh darüber, dass ich dieses Spiel Let's Played habe. Es ist wirklich eins meiner Lieblingsshooter. Und ich werde die Credits durchlaufen lassen, weil nach den Credits passiert noch was, was ich auf jeden Fall zeigen will, weil es ist sehr wichtig, um die Story zu verstehen. Vielleicht erinnert sich so ein oder andere an ein bestimmtes Stichwort, Antagonist und so, und warum darüber nicht so viel erzählt wurde. Aber jetzt weniger zur Story, sondern mehr dazu, wie ich dieses Let's Play fand. Wir sind jetzt durch mit Darkness 2, einem Spiel, welches für sehr viel Aufregung gesorgt hatte, welches indiziert wurde, welches dann gecuttet erschien und wovon es dann plötzlich wieder Uncut-Versionen gab, weil diese Indizierung doch nicht rechtens war. Und ja, das Spiel ist echt unglaublich. Ich finde die Story wunderschön, weil es ist wirklich keine 0815 Psycho-Story, sondern sie ist auch so, man denkt, das wäre diese 0815 verrückten Story, aber es ist in Wirklichkeit nicht so. Die Credits sind meines Wissens nach nicht sonderlich lang, also ich fasse mich kurz. Wie gesagt, die Credits sind schon vorbei. Ich werde danach noch ein bisschen reden, falls die jetzt abrupt enden und ich noch nicht zu Ende gesprochen habe. Man kann ja am letzten Part ein bisschen labern. Es gibt wahrscheinlich keine einzige Person momentan, wenn ich dieses Let's Play aufnehme, dass das Let's Play von der ersten bis zur letzten Folge geschaut hat. Weswegen es ein bisschen traurig für mich persönlich ist, weil ich auch sehr viel Herzblut in das Let's Play gesteckt habe, aber jedem das seine. Und damit meine ich nicht die KZ-Aufschrift. Okay, darüber sollte man keine Witze machen. Schande über mich. Ja. Die Musik ist schön. Ich finde es wirklich schade, dass das Spiel so wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, weil davon gibt es sogar einen Comic, davon gibt es halt den ersten Teil, der in Deutschland wirklich indiziert ist. Und ja, das Spiel hat viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Besser gesagt, es wurde genauso wie Metro 2033 und Bulletstorm schnell mal vergessen. Es ist, ich habe das Spiel früher, die Demo, gespielt und ich dachte, ich hatte einen komplett anderen Blick auf das Spiel. Wenn ich ehrlich bin, für mich war es so ein richtig brutales, richtig cooles Spiel mit den Armen und so. Aber mittlerweile, je öfter ich es durchgespielt habe, desto billiger kam es mir auch an ein paar Stellen vor. Weil ich einfach durchschaut habe, okay, das sind die gleichen Gegner und da muss ich das machen und das ist genauso wie da. Und aber die Story ist die Stärke von dem Spiel. Es ist wirklich die Stärke, weil ich bin baff gewesen, als ich das erste Mal das Spiel durchgespielt habe. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, konnte ich es kein einziges Mal von den 6 Mal, die ich es durchgespielt habe, es übers Herz bringen, bei Jenny zu bleiben. Also in der Irrenanstalt. Ich bin jedes Mal runtergesprungen, weil ich hatte nach dem ersten Mal gegoogelt, wie das andere Ende ist. Ich habe es mir angeschaut. Ich finde das Ende hier viel schöner, weil es löst auch eine bestimmte Frage, die ich persönlich halt zuerst vergessen hatte und dann die mir wieder einfiel, so im Nachhinein. Und ja, ich lasse generell als Information für alle, ich lasse generell nach jedem Spiel, das ich persönlich spiele oder das ich im Let's Play spiele, die Credits durchlaufen, weil ich finde, das ist etwas, wenn man sich schon 9 bis 100 Stunden, wie manche Spiele sogar gehen, Zeit genommen hat, um das Spiel zu spielen, wenn man so viel Zeit seines Lebens, so viel Freude, so viel Spannung und alles investiert hat in ein Spiel, kann man auch die Credits durchlaufen lassen. Beim Film verstehe ich's, weil 90 Minuten oder 120 Minuten oder wie auch immer, Film geschaut, fertig. Wenn man seinen Lieblingsfilm hat, okay, da sollte man vielleicht schon die Credits durchlaufen lassen und so ein, zwei, ja, Sachen lesen, wie zum Beispiel Peter Newman, Darkling. Ja. Aber ich persönlich lasse es bei Spielen immer durchlaufen, weil man investiert so viel Zeit da rein, da sollte man es schon machen. Ach ja. Und jetzt kommt ein Ende, was ich ein bisschen traurig fand, was aber wirklich zu dem Spiel passt, weil das Spiel ist kein fröhliches Spiel. So viel kann man sagen.
Ich überschreibe einfach mal meine Daten. Ich lasse dich mal los. Ich liebe dich, Jackie Estacado. Was auch passiert, das werde ich immer. Ich dich auch. Es tut mir so leid, Jackie. Bitte? Ich bin derjenige, der... Deadass. Sorry. Wir sind Angelus. Die Welt war schon zu lange ohne mein Licht. Oh ja, es ist so lange. Jenny! Wir sind jetzt eins. Nach allem, was du ihr angetan hast, liebt sie dich noch. Sie weiß, was getan werden muss. Gib sie mir zurück. Siehst du es nicht, Jackie? Jennys Seele war nicht alleine hier gefangen. Du hast sie mir gegeben. Ich kämpfe nicht gegen dich. Wie kommst du darauf, dass ich dir überhaupt die Chance dazu gebe? Du bist ein zu mächtiger Wirt geworden. Hast zu viel Leid bewirkt. Du und sie seid jetzt, wo ihr hingehört. Nein. The Darkness 2. Tja, Leute. Angelus. Genau deswegen wollte ich dieses Ende noch sehen. Und genau deswegen fand ich das Ende auch ein bisschen traurig. Aber so ist es nun mal. Darkness 2 ist kein fröhliches Spiel. Es ist ein sehr dunkles Spiel. Ich habe eigentlich schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich kann ja mal noch kurz darauf eingehen, was jetzt kommen wird. Ich werde nicht New Game Plus spielen, weil New Game Plus hat keine sonderliche Abwechslung zum eigentlichen Spiel. Man hat einfach nur seine alten Fähigkeiten und kann damit neu spielen und bla. Eigentlich nichts Besonderes. Ich fand den New Game Plus von Batman Arkham City, um ehrlich zu sein, am besten von allen New Game Pluses, die ich hier gesehen habe, weil... Das war wirklich, die hat noch extra Level und alles, extra Schwierigkeitsgrad auf besondere Weise reingebracht und alles, aber das ist jetzt nicht das Thema. Ich könnte ja mal ansprechen, was jetzt kommt. Und dafür stehe ich mal kurz auf. Oh, es ist so warm hier drin, weil ich mache immer die Tür zu, damit man meine gesamte Familie nicht hört, wenn sie irgendwas machen. Weil mein Mikrofon ist schon ein bisschen empfindlich. Und das ist auch eine interessante Sache. Man hört ja hin und wieder so ein magnetisches Brummen, würde ich es nennen. Und das kommt eiskalt von meinem Laptop. Das magnetische Brummen höre ich auch die ganze Zeit. Es ist eine Mischung aus meinem Laptop-Lüfter-Sound. Und ich weiß gar nicht, was da noch mitspielt, dass ich dieses Brummen habe. Aber keine Sorge, mein Laptop ist nicht kaputt. Leider. Ja. Was jetzt kommt. Ah ja, nebenbei, ich war heute auf dem Flohmarkt und habe für ein ziemlich gutes Schnäppchen Age of Empires 2. Age of Kings in so einer Sonderedition Pappkarton gekauft und Tomb Raider 2. Ich bin so ein kleiner Sammler im Herzen und ich bin recht stolz darauf, weil ich habe Age of Empires 2 selber, ich habe Age of Empires 1 selber und Age of Empires 3, aber jetzt habe ich sogar so eine Sonderedition von 2. Ich persönlich fand den ersten natürlich am geilsten, aber man kennt mich. Ich finde immer Spiele geil, die alle scheiße finden. Ja, Darkness 2. Da jetzt werde ich vielleicht als nächstes Let's Play, also was heißt hier vielleicht, mit sehr, 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 sehr hohen Wahrscheinlichkeiten
wird jetzt Portal 2 folgen. Ich habe ja damals das erste Portal Let's Play und als ich Thinking with Time Machines angespielt habe, habe ich gemerkt, ich habe so viel Spaß und so viel Bock wieder auf Portal. Ich glaube, ich Let's Play Portal 2. Ist ein bisschen länger als Darkness 2, aber ja. Ich kann ja jetzt halbe Stunden Parts machen oder so oder 15 Minuten Parts und dafür öfter. Ich schau mal, wie ich es hinkriege. Jedenfalls, Portal 2 wird jetzt folgen. Und Mirror's Edge, was ich schon lange versprochen habe, wird anstelle von Braid folgen, sobald ich Braid durch habe, schätze ich mal. Oder Dark Souls, weil bei Dark Souls muss ich wegen einem Fix gucken. Weil ohne den Dark Souls Fix will ich es nicht aufnehmen, da es einfach zu oft Frame-Einbrüche gibt, was an der Programmierung von Dark Souls am PC liegt. Und ich halte gerade mein Kabel in der Hand, weil es die ganze Zeit so runterfällt und runterflattert und man könnte es jetzt falsch denken, aber egal. Schande über euch, falls ihr doppeldeutig gedacht habt. Und das Problem bei Dark Souls ist halt, wenn ich den Fix installiert habe, stockt einfach alles. Alles stockt komplett. Es ist weniger so ein Stocken, es ist so alles wie in Slow Motion. Und ich weiß nicht, woran es liegt, weil ich stelle keine Grafikeinstellungen davon hoch. Ich habe es auf den niedrigsten Grafikeinstellungen in diesem Fix getan. Und es läuft unflüssiger als ohne den Fix, weil ohne den Fix läuft es flüssig mit 30 FPS, so wie man Dark Souls kennt, nicht mehr als 30 und so. Aber dann stockt es halt hin und wieder. Also es läuft ganz normal, so wie es laufen sollte, wenn man von der Dark Souls-Logik ausgeht. Aber ja, kaum habe ich den Fix installiert, totale Flaute, 11 Frames die Sekunde und ja, sowas will ich nicht bringen. Aber ich will jetzt nicht mehr um den heißen Brei labern, als ich je schon tue. Auf Wiedersehen, euer... Habe ich noch was zu sagen? Nee. Jedenfalls an alle, die das hier jetzt sehen, danke. Wiedersehen, euer Sandoron. Ach ja, Jackie Estacado, ich verneige mich vor dir, wir werden dich vermissen. Vielleicht folgt ja irgendwann mal Darkness 3, wer weiß.